Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Industriegigant 4.0. Ja, wir sind hier wieder in Palmer Beach, wo wir letztes Mal Stück für Stück unser Imperium aufbauen und die immer ein bisschen bekloppter werden. Mittlerweile ist ihr Bedarf schon auf Metallwerkzeuge ausgeweitet und schön quer durch. Wir sind zwar dabei, alles zu versorgen, also wir versuchen es auf jeden Fall. Was ist das denn hier? Produktionsketten. Der Button ist neu. Es gab auch zwischendurch ein, zwei Updates, muss man dazu sagen. Fleischprodukte. Aha. Tierzucht bringt ein Fleisch. Zwei Fleisch plus ein Karton bringt eine Weile. Aha. Also wenn ich jetzt sage, ich nehme hier... Wo ist es denn? Weizen? Aha. Elektrische Teile. Aha. Eisenwaren. Interessant, interessant. Genau. Und letztes Mal war halt dann wirklich der Zeitpunkt, wo sie uns gesagt haben, ja, nö, du, wir wollen Metallwerkzeuge haben. Zwar nicht viel, ein bisschen was, genauso wie so Holzmöbel, ein bisschen wollen, aber nicht viel, ein bisschen wollen. Also von Schaden mittlerweile. Ich weiß gar nicht, haben wir hier ein Holzmittel noch in Auftrag gegeben? Ich weiß gar nicht, ob die das hier können. Hier können wir Metallwerkzeuge herstellen aus Stahl und Eisen. Ach du heilige Scheiße. War das hier drunter? Nee, hier war auch nichts. Dafür brauchen wir ein eigenes Gebäude. Es ist nicht das Schlimme dran. Wir müssen jetzt für alles wieder eine eigene Produktion aufbauen. Wir machen zwar mittlerweile echt gut Gewinn, also immer noch sehr, sehr schön dabei. Aber natürlich ist es... Unternehmen. Ah, hier sehen wir unsere Meilensteine. Und was wir wie schaffen. Der Exportpreis ist der höchste mit 11.000 hier für Haushaltsgeräte. Und der lokale Preis ist 13.000. Das sind Küchengeräte. Textilbekleidung. Ja, Textilbekleidung ist nicht günstig, ne? Metallwerkzeug kostet 2.000. Und dafür müssen wir halt... Das ist ein Quarzvorkommen. Wo zur Hölle ist... Hier ist ein Eisenvorkommen und hier ist ein Kohlevorkommen. Bedeutet aber auch... Nur Stahl produzieren und Stahl mache ich aus... Was denn? Das ist jetzt wieder blöd. Jetzt sagt er mir hier drüber nicht, was es ist. Bedeutet, ich muss dann hier wieder raus und machen, was es ist. Ah ne, es produziert... Nee. Eisen? Warte mal. Eisen plus Ruß macht Stahl. Okay. Woher kriege ich Ruß? Kriege ich aus dem Kohlebergwerk. Aha. Und wenn ich jetzt auf Eisen gehe, Eisen ist einfach in der Gießerei. Okay. Also ich kann den ganzen Prozess in... Okay. Hier ist ein Eisenvorkommen. Bedeutet, von da aus müssen wir fahren. Darf ich hier noch was hinplatzieren? Ja. Aber wir könnten hier eventuell von der Schiene abweichen. Ins Eisengebiet rein. Dann gehen wir doch hier mal auf Produktion. Eine Eisenmine. Wir brauchen natürlich auch noch eine Kohlemine. Ein Kohlebergwerk, das muss dann nach da hinten. ₹1,5 Millionen für das Ganze. Heieieiei. Und dann werden wir schnell mal die Schienen so ein bisschen ziehen. Genau, wir fangen an, dass wir das von hier aus... Ich habe jetzt gerade ein Problem, mein Finger ist ein bisschen eingepackt. Bedeutet, das Drücken ist nicht so ganz einfach. Und dann schließen wir dich hier an.
Und hier fahren wir dann auch gleich so weg. Dass wir das hier anschließen. Und wenn wir schlau sind, machen wir hier noch eine Kurve rein. So. Mit dem Finger ist es gerade echt beschissen. So, okay. Das sollte dann ganz gut passen, dann können wir vielleicht eine Kombi machen. Und hier unten machen wir dann eine Gießerei uns noch hin. Das passt ganz gut. Ne, Konstruktion. Gießerei, wo ist er denn? Walzenwerk, Werkzeugfabrik, Ölquelle, nee. Wo ist denn die blöde Gießerei? Hier ist die Gießerei. Wo ist denn bei dem Ding hier jetzt die Straßenzufahrt zum Beispiel? Sehe ich das nicht normalerweise? Ja doch. Oder liefert... Ernsthaft? Ich muss dann das um die Ecke liefern? Lass mich doch einfach eine Straße bauen. Hm? Einfach ein LKW rüber. Ich baue das quasi daneben, Mensch. Weißt du was? Dann einfach nur, weil ich es kann. Baue ich es hier hin. Wenn das Ding schon keine Straßenanbindung hat. Gut. Darf ich dich jetzt? Ne, du bist noch an der Construction, kann das sein? Ah, ne, ich muss jetzt hier raus, warte mal. Produktion. So, jetzt muss ich natürlich von vorne durchgehen. Diese City möchte von uns 36 Metallwerkzeuge haben. Bedeutet, wir machen jetzt hier Metallwerkzeuge. Und zwar 40. Okay, wir gehen auf 400. Wir gehen auf 400. Vielleicht können wir den Rest dann exportieren anfangen. Wäre ja auch was. Wir brauchen 400 Eisen und 400 Stahl. Gut. 400 Eisen, 400 Stahl. Bedeutet, wir brauchen jetzt hier eine 800er Produktion. Von Eisen, damit wir eine 400er Produktion von Stahl herstellen können. So, damit wir das dann liefern können, übernehmen. Bedeutet, wir brauchen... Jetzt muss ich nochmal kurz in den Tree schauen. Alles doch Kohle. Ich kann nur auch Ruß hier abholen, gut, okay. Ich brauche dafür zwei, ich brauche also 800 Ruß. Und 800 Eisen. Wieder die Produktion hinzufügen. Eisen jetzt auswählen. 800. Übernehmen. Und dann hier auch. Ruß. Was ist jetzt 800 eh schon eine gute Zahl. Und übernehmen. Gut. Dann machen wir eine neue Route. Das wird jetzt mal eine komplexere Route. Weil wir wollen ja sozusagen alles auf einen Schlag einfach liefern. Fertig, aus. Wir haben eine neue Zuglinie. Und die fängt hier hinten an. Ruß. Ne, warte mal, hä? Ich brauche erstmal ein Zugdepot.
Abbrechen, abbrechen, abbrechen. So. Wo ist denn die Werkzeugfabrik? Bist du die Werkzeugfabrik? Nee, du bist die Werkzeugfabrik, oder? Verwerfen. Ich bin nur kurz auf Wert, warte mal. Hä? Was bist du? Du bist die Gummiproduktion. Du bist die Werkzeugfabrik. Brauche ich jetzt ein Logistikzentrum dafür? Weil ich darf kein. Ich habe ja keinen Zug hier zum Anschließen, oder? Das Ding hat keinen Zuganschluss. Ja. Ich bin nicht genervt. Nein, 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 ich bin nicht genervt. Absolut nicht. Warum sollte ich auch genervt sein, dass das jetzt so ist? Okay. Dann bauen wir jetzt hier halt eine Straße noch dran. Und erstmal Gleise. So. Wie man es möchte. Und dann kommt noch eine schöne Straße dran. Es ist so. Ah! Bisschen Logik wäre in dem Spiel noch gar nicht schlecht, finde ich. Also, das ist jetzt. Ich brauche diesen einen Zwischenstopp für sonst nichts. Na, dabei ich alles hier vor Ort verbrauche. Nur für diese Gießerei brauche ich es jetzt, damit ich es umlade. Hätte ich cool gefunden, wenn du sagst, du machst eine lokale Produktion. Du fährst alles mit LKWs. Und willst halt einen Zug haben, der dir das immer zu einer Stadt fährt. Und dort tun es LKW wieder in der Stadt verteilen. Mega coole Idee dann wiederum. Das finde ich nervig. Will es nur gesagt haben. Komplett bescheuert. Weil jetzt kommt der Hammer. Das müsst ihr euch jetzt geben. Also, wir machen jetzt eine neue Zuglinie. Erst dich, dann dich und dann... dich und dann am Ende dich hier. Wir fangen an, wir brauchen von dir Ruß vom Kohlebergwerk. Dann brauchen wir hier Eisen. Und am Ende soll Stahl. Ah genau, und wir brauchen natürlich noch das Eisenerz. So. Beim Kohlebergwerk Null, null, null. Sonst haben wir nichts. Gut. Bei dir werden 800 aufgeladen. Bei der Eisenmine 800. Ne, warte, das ist ein... Hier 800. Gut, bei der Gießerei entladen wir... Entladen. 800 davon. Und entladen wir 800 davon. Dafür laden wir jeweils von euch hier 400. Ne? Damit wir in einem Logistikzentrum genau das ausladen können. Komplett unnötig. Zugdepot. Hat sich irgendwas verändert? Nee, ne? Übernehmen. Gut. Bedeutet, irgendein Zug sollte sich jetzt dann auf den Weg machen, das zu erledigen. Und dass wir dann hier wiederum 400 produzieren können, brauchen wir jetzt eine kleine neue LKW-Linie. Von hier nach da. Die mir hier einfach das hier dann liefert und davon... Ne, warte mal, Quatsch. Ich brauche Eisen und Stahl.
jeweils 400. 400. Warte, nein, Entf. 400, so. Lass das mal noch einen Zwischenstopp wieder rein. Und du lädst mir dann 300. Nee, war noch Quatsch, das lassen wir einfach damit. Und das tun wir natürlich vom lokalen LKW und übernehmen. Es ergibt halt so null Sinn für mich. Let's speed up the process und dann müsste einer von euch beiden eigentlich nach da hinten fahren, ne? Wahrscheinlich der Kollege. Nee, auch nicht. Die fahren beide zu Holz. Habe ich denn noch freie Züge? Reserviert für. Dann kaufen wir doch nochmal. Nicht LKW-Depot, sondern Zugdepot 1. Ich hätte gern Menge davon. Dauer einen Tag. Keine Ahnung. Unterschreiben. Ist mir wurscht, ich habe genug Kohle. 125 Millionen. Das ist sehr effektiv, was ich gemacht habe, finde ich. Bedarf sind 36. Dann werden wir jetzt eine unserer Linien anschauen, und zwar die Werkzeuglinie. Die müsste hier irgendwo unterwegs sein. Die Linie. Kriegt Metallwerkzeug. 40. Ja, passt, gut. Und übernehmen. Dann sollte das ja auch passen. Jetzt fährt der erste hier hin an. Gut. Vielleicht wird's ja was. So, ihr hattet jetzt ein... Wie viel hat denn der jetzt mit? 147 Kohledust. Und dann müsste 147 Eisen ja rein theoretisch auch mit abholen, ne? Wenn ich mich jetzt nicht irre. Genau. Sogar ein bisschen mehr, 176. Das geht jetzt in die Gießerei. Ah, da fährt der nächste gleich schon. Der Zug 10 müsste gleich auch in die Richtung dann fahren jetzt. Oder? Es werden ja nicht kaum alle drei fahren, ja. Ich mag nur anmerken, wie viele LKWs hier rumfahren mittlerweile. Das ist der pure Wahnsinn. So, jetzt kommt der Kollege hier an. Wir nutzen ja auch noch nicht mal die Gesamtkapazität. Das mag ich dazu anmerken. Wir nutzen nicht die komplette Kapazität dieser Geräte. Du fährst hier rein. Lädst ab. Weg ist das Zeug. Bedeutet, die Produktion sollte jetzt ja hier dann gleich mal starten können. Das Eisen zu verwandeln. Und dann mit dem Eisen wiederum Stahl zu verwandeln. Ist ja so ein Double Process in dem Fall, ne? Und ja, ich habe mir heute den Finger geschnitten. Muss man auch hinkriegen. Eieieiei. Ganz ehrlich, teilweise ist es schon ein bisschen bescheuert, was hier passiert. So, müsstest du jetzt nicht genug haben für Lager? Produziert er jetzt oder produziert er jetzt nicht? Das ist die Frage. Das ist die Frage aller Fragen, ne? Ich sehe jetzt hier im Lager zum Beispiel kein Eisen. Oder verwendet er jetzt alles für die Stahlproduktion? Nee. Eisenruß. Jetzt hat. Sollte er durchstarten. Bedeutet, es wird halt jetzt alles ein bisschen dauern, bis der komplette Prozess durchgeht. Wichtig ist, dass wir uns nachfüllen. Mir scheint so, als ob er hat ein bisschen Eisen wohl erwischt. Ja. Bedeutet, bei
bald können wir anfangen mit der Metallwerkzeugverteilung. Wie schaut eigentlich grundsätzlich mittlerweile hier der Bedarf aus? Ja, 4000. Easy. Na, kann ich mir das mal hier irgendwie kurz hin anheften? Damit ich mir nochmal meine Linien anschaue. Ey. Nicht cool. Nicht cool. Wie soll ich denn sonst immer meine Linien vergleichen, Mensch? Ja, ja. 4200. Wenn ich hier 90 draus mache. Okay, wenn wir einfach 400 machen. Dann übernehmen wir das wieder. Wir haben jetzt 4200 gemacht. Jetzt muss ich natürlich kurz gucken, dass wir genauso viel auch noch produzieren. Production. 4200. Bedeutet, du brauchst 4200 Holz. Bedeutet, ich muss jetzt wieder die Line gucken. Übernehmen. Produktion. Wir kurbeln dich auf 1500 hoch. Ist überfüllt. Durch was? Werkzeug? What? Na, scheiß drauf, weg damit mal. Was braucht man noch? Nachdem sie mir ja nicht die Liste offen lassen. 10.000 unverpacktes Gemüse. Sorry, du Model. Okay, jetzt übertreiben sie. Braucht jemand ein Kabel? Ich habe ein Kabel gerade gefunden. Das Kabel sollte eigentlich hinten unterm Tisch durchgehen. Kabel hat beschlossen, nö, es will bei mir unten rauskommen. Okay. Gut, die sind mir langsam echt zu verrückt. Wir werden uns jetzt nochmal um eine der anderen Cities kümmern. Und zwar hier um Bulkburn. Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst uns den Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir uns hier wieder in dieses Chaos stürzen. Also, bis dann. Ciao.